Wir haben jetzt ein kleines Mädchen, das schon mit 9 genau weiß, wo es hingeht. Und zwar treffen wir jetzt Letizia Hahn. Wie gesagt, 9 Jahre ist sie jung und sie hat ein klares Ziel vor Augen. Sie sagt, ich will Konzertpianistin werden. Am Klavier ist Letizia Hahn ganz in ihrem Element. Ihr außergewöhnliches Talent stellt die 9-Jährige regelmäßig bei Wettbewerben wie diesem unter Beweis. Letizia soll optimal gefördert werden. Einmal pro Woche fährt sie mit ihrer Mutter 170 Kilometer von Bad Neuenahr nach Frankfurt am Main. Hier am Dr. Hochs Konservatorium wird sie am Klavier unterrichtet. Sie ist ein Bündel an Energie. Sie hat einen sehr starken Willen. Je schwerer die Stücke sind, desto mehr Herausforderung sieht sie darin. Letizia ist sehr ehrgeizig und will immer das Beste aus sich herausholen. Wie oft spielst du denn so zu Hause? Jeden Tag, so ungefähr 4 Stunden. Und das ist noch lange nicht alles. Schon als wir sie vor einem Jahr besucht haben, hat sie eigene Musikstücke komponiert. Nebenbei lernte sie Geige. Das alles gelingt ihr ohne große Mühe. Letizia hat einen IQ von 144. Ab 130 gilt man als hochbegabt. Weil sie in der Schule permanent unterfordert ist, beginnt sie im Alter von 6 Jahren nebenbei Chinesisch zu lernen. Ni hao, ning gui xing, wu xing song. Sie lernt auch Latein. Quintus et pueri gaudent et xinant. Dass Letizia anders ist als gleichaltrige Kinder, ist ihrer Mutter Annette schon früh aufgefallen. Sie hat mit etwa 8 Wochen das erste Mal gesprochen. Es war Haare, es war ein einfaches Wort. Und dann häufte sich das und es kamen neue Wörter hinzu. Und dann haben wir ziemlich viel Literatur gelesen und haben festgestellt, dass Kinder in der Regel zwischen 6 und 8 Monaten anfangen zu sprechen und haben gedacht, okay, da ist etwas anders. Martina Hinz von der Deutschen Gesellschaft für das hochbegabte Kind berät Eltern in solchen Situationen. Es gibt verschiedene Merkmale, die auf eine Hochbegabung hindeuten können. Tiefes Interesse an bestimmten Themen, der Wunsch, sich zu vertiefen, dann die Möglichkeit, logisch zu denken, also logisch zu kombinieren, schon bei sehr kleinen. Und diese sehr stark beschleunigte Sprachentwicklung ist sehr häufig ein Kennzeichen. Das muss aber nicht so offensichtlich sein. Feststellen kann man das nur durch einen IQ-Test letztendlich. Letizia war 5 Jahre alt, als sie beim Kinderpsychologen einen solchen Test gemacht hat. Weil sie gut logisch denken kann, fällt ihr das Lernen leicht. Von Aufgaben in der Schule ist sie deshalb schnell gelangweilt. Und da kommen dann zum Beispiel 50 Aufgaben sind nur gleich. Wenn man das nach dem ersten schon kann, braucht man die gar nicht mehr zu machen, die 50 anderen. Nein, die Lehrerin hat irgendwann aufgegeben und hat gesagt, sie kann das ja sowieso, dann ist ja okay. Letizia hat bereits 3 Klassen übersprungen. Die meiste Zeit verbringt sie allerdings am Klavier. Hier wird sie von ihren Eltern am stärksten gefördert. Das Kind muss das auch wollen. Es macht keinen Sinn zu sagen, du bist jetzt hochbegabt, ab jetzt spielen wir Schach, lernen Chinesisch. Und das gibt da so Klischees, was man so meint, was hochbegabte Kinder tun sollen. Aber vielleicht möchten sie das gar nicht. Letizia jedenfalls möchte ein ganz bestimmtes Ziel erreichen. Ich möchte berühmte Pianistin und Komponistin werden. Trotz Klavier- und Kompositionsunterricht bleibt ihr aber auch ein bisschen Zeit für andere Hobbys. Ich gehe sehr gerne klettern, Skifahren, draußen sein, mit meinem Bruder spielen, auf meinem iPad spielen. Was das angeht, unterscheidet sich auch ein Wunderkind nicht von anderen 9-Jährigen.